Da will jemand was. Was willst du denn? Hast du kurz Zeit? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich bin in letzter Zeit sehr müde. Und ich fürchte, es wirkt sich so langsam auf meine geistige und seelische Verfassung aus. Hoffentlich klinge ich nicht undankbar, aber ich glaube, das Gästehaus ist nicht sehr gut für mich, so reizend es auch sein mag. Es geht dort etwas laut und eng zu. Ich frage... Wir fangen wirklich an, nur ungern, aber könntest du vielleicht einen Rückzugsort auf dem Schiff für mich schaffen? Ich glaube, das würde mir unheimlich gefallen und dann könnten wir mit unseren Lektionen weitermachen. Aber nichts zu Ausgefallenes, nur ein Ort zum Schlafen und Meditieren, mit üppigen Bepflanzungen vielleicht. Oh, und ein paar natürliche Steine wären auch famos. Ja, das wäre wundervoll. Nochmals vielen Dank, Stella. Mhm. Summers Zufluchtsort. Eichenbrett, okay. Nur mal erstmal A-Tools machen. So, so was Neues, was wir machen können. Black Tiger Garnelen. Aber der soll hier auch noch genau hier. Ach ja, hier. Ich kann. Sägespäne reinschmeißen. Die werden nämlich dann zu Kohle. Du kennst mich doch. Ein Häppchen kommt mir immer gelegen. Etwas Salziges, etwas Buttriges, etwas mit Aroma. Oh Junge. Weißt du, was jetzt einfach perfekt wäre? Eine großartige Tüte Popcorn. Nur für mich. Ich erhitze einfach etwas Mais. Ja, wird gemacht. So, was haben wir hier? Knuddel. Es fühlt sich besser an. Du siehst nach Hunger aus. Oh, danke Stella. Ich liebe Seelentröstergerichte. Und noch ein bisschen. Ah, guck, jetzt sieht man da, wie Summer Musik macht. Fatz. Ja, so passiert es halt manchmal. Wenn man nicht aufpasst, dann fatzt halt mal. Aber auch kein Drama. Dann macht man es halt nochmal. Oh. Ach ja. Es geht wieder weiter. Quali. Ja, ja, gib her. Oh je, jetzt geht's wieder los. Karlauer. Oh oh. Feldarbeit kann ganz schön gefährlich sein. Warum? Naja, man weiß nie, wann jemand die Flinte ins Korn wirft. Oh Gott. Ja, ist gut. So, also. Oh, da brauche ich Eichenbretter. Okay, aber das wollte ich ja gar nicht. Ja, das wollte ich ja eigentlich, ne? Ah. Fällt mir aber die Kohle. Scheiße. Wo ist Francis? Oh, Francis. Oh, warte mal. Ja, da ist Francis. So, Kohle, genau. Die Kohle meinte ich aber nicht, die ich brauche. Ich meinte die richtige Kohle. Ich meine Geld. Nicht richtige Kohle. So. Ja, ja, ist ja gut, Francis. Komm ja. Falls du irgendwelche alten Kram hast, ich bin immer interessiert. Vielleicht könnten wir sogar tauschen. Du gibst mir deine nutzlosen Dinge und ich gebe dir meine. Schon der Gedanke an neue Kuriositäten macht mich ganz schwindelig. Ich habe meinen Bestand schön in Besorgungen aufgeteilt. Sieh dich ruhig um. Ach ja, richtig, die Besorgung. Da krieg ich nämlich noch was dafür. Hier. Gerades Obst, gegrillter Fisch und gegrilltes Gemüse. Mit 2000. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich habe doch bestimmt noch Gemüse, das ich grillen kann, oder? Ich grill mal ein bisschen Gemüse. Und dann kriege ich nämlich 2000 Glimps. Geil. So.
Rotlachs, keine Ahnung, wo ich den krieg. Verkaufen. Jetzt kann ich erstmal Halskette, Ring, Vasen, Schalen, den Scheiß verkaufen. Hier die leeren Muscheln. Ich habe jetzt schon 7000 Limbs. So, jetzt müssen wir noch kurz hier warten, bis das Gemüse fertig gegrillt ist, gegart ist, meine ich, und dann kriegen wir dafür, können wir dazu mit den zwei anderen Sachen auch noch 2000 Glimms. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nubien. Pling. So, und? Gegrilltes Gemüse. So, jetzt müsste ich das kriegen. Genau. Die Garte ist hochgegrillt, dafür schon gegrilltes Gemüse für 2000 Limbs. Yippie, ja, yay, Schweinebacke. Gut gemacht. Du hast deine erste Besorgung erledigt. Was für eine prächtige Ausbeute. Es gibt noch viel zu mehr zu tun, wenn dir danach ist. Ich bin immer in der Nähe. Ja, jetzt muss ich aber erstmal dahin, denn ich habe jetzt... aber es reicht wahrscheinlich trotzdem nur für einen, oder? Achso, den könnte ich vielleicht auch noch bauen, den Briefkasten. Jetzt gucken wir mal, was kostet mich der? Ja, ja, ist ja gut. Was kostet mich der? Ah, den kann ich auch noch machen. Guck hier. Eisbrecher, genau, da erkläre ich später nochmal was dazu. So, jetzt gehen wir hier erst nochmal. Zack, und der nächste kostet 8000, kann mir nicht leisten und dafür mir noch die Ressourcen dazu. Ja, lach du nur. So. Jetzt habe ich das erstmal. Jetzt habe ich nämlich genug Platz, um die. Oh, sie haben Post. Sie haben Post. So, die Post gibt es dann hier. Genau, da kriegen wir Glimps, Glimps. Hier. So, auf der Vorderseite steht an Stella. Ein Brief von Albert. Ah. Stella, vergiss nicht, deine Adresse dauerhaft zu ändern. Bald wirst du weitere Briefe erhalten. Kümmere dich immer um deine Korrespondenz. Brieffreunde sind die besten Freunde. Das ist allgemein bekannt. Albert, dein örtlicher Schiffsbauer. Gut, also jetzt kann ich aber hier mal gucken. Genau. Was brauche ich denn für ihn? Ah, Bretter und Fasern. Das müsste ich produzieren können. Eichenbrett kann ich noch nicht. Aber Ahornbretter und Leinenfasern, das müsste gehen. Im Zweifel brauche ich noch ein bisschen Leinen. Achso, brauche ich Faser oder Faden? Faden. Achso, wie viel brauche ich da noch jetzt? Schauen wir mal. Gar nicht so viele, 9 Stück. Und 26 Ahornbretter. Also jetzt machen wir erstmal einen neuen. Das machen wir bei alle, denn. Dreimal Volltreffer reicht eigentlich. Ne? Jetzt hätte ich genug. Aber. Mit den Fasern kann man nämlich eigentlich nichts anfangen. Mit den Fäden und später, wenn man hier ein Upgrade auf den Webstuhl gemacht hat, kann man auch noch Stoffe produzieren. Damit kann man was anfangen. So, jetzt brauchen wir hier noch Ahornbretter. Muss man auch noch fleißig Bretter. Machen wir mal 6 Stück, gucken wir, was wir rauskriegen. Wenn ich gut bin, müsste ich 24 kriegen, aber das reicht ja nicht. Ne? So, ein letzter. Oh Gott, der war schlecht. Das kriege ich, das kriege ich. Na, immerhin noch 2. Ja, dann gucken wir mal, ob das reicht. Nee. 4 Stück brauchen wir noch. Aber dann hätte es auch nicht gereicht, wenn ich da Volltreffer gelandet hätte. Ah. Na gut, okay. Also jetzt reicht's aber. Jetzt
Jetzt kann ich das bauen. Aber bevor ich das mache, muss ich jetzt erstmal hier Platz schaffen. Okay, der passt jetzt wunderbar da unten hin. Mach was so. Schiefer, Leinenstoff, Leinenstoff, ja genau. Er kann noch weiter hoch. So, also gut, dann gucken wir mal. So, die Maggiore brauche ich. Rede mit Atul. Ach ja, wegen dem Häusle von ihm. Popcorn. Ah, Popcorn. Gib Atul Popcorn. Habe ich Popcorn? Ich habe Popcorn. Ich produziere auch noch mal ein bisschen Popcorn. Schaden kann es nicht. Und dann gebe ich Atul Popcorn und rede mit ihm. Genau, das sind die zwei Sachen, die ich als nächstes mache. Aber erst am nächsten Morgen. Denn es ist wieder mal Zeit zum Schlafen. Fünf Popcorn, sehr schön. Protestflugblatt. Protestfluger Arbeiter, vereinigt euch, Schluss mit unfairen Löhnen, Schluss mit der Ausbeutung durch die Oberschicht. Sagt nein zum Missbrauch durch die Kapitalisten. Versammelt euch bei der Profitgier GmbH, um für neue Sachen zu kämpfen. Gewerkschaft für arbeitende Bürger. Ja. Flugbad für Raccoon Inc. Liebe Kundin, aufgrund eines unvorhergesehenen Versorgungsengpasses in unserem Lager bei der Profitbegeber sind die sich Raccoon Inc. außerstande, unser spezielles Rabattprogramm für Stammkunden weiter anzubieten. Es tut uns sehr leid, dass wir uns zu diesem Schritt entschließen müssen, und wir möchten dir als treue Kundin versichern, dass wir fleißig daran arbeiten, die Lage zu verbessern. Raccoon Inc. Unser Name ist Handel. Gut, also dann war's das. Okay. Ja, genau. Zu dir wollte ich. Sieh dir das mal an. Es ist perfekt, Keimling. Und riesig. So viel Platz für mich, kleinen Kerl. Na, so klein bist du aber nicht. Ich kann das kaum erwarten, ein Nickerchen zu machen. Du hast doch gerade eins gehalten. Das ist wirklich großartig. Vielen Dank. Das werde ich dir nicht vergessen. Ja. Denk daran, ich brauche Popcorn, und zwar genau jetzt. Und ich habe genau jetzt Popcorn für dich. Mmh, das war wirklich nur etwas für den hohen Zahn. Allerdings fehlen mir meine Kinder jetzt sehr. Wenn wir einen Filmabend hatten, habe ich immer Unmengen Popcorn für sie gemacht. Selbst wenn der Fernseher ganz aufgedreht war, konnte man die Schauspieler kaum reden hören, weil alle so laut gekaut haben. Anders konnte ich diesen kleinen Monstern einfach nicht zur Ruhe bringen. Nur mit diesen grauenhaften Kinderfilmen. Ich wünschte, ich wäre noch bei ihnen. Dann könnte ich sie noch lachen sehen. Und sie würden gemütlich auf mir einschlafen. Danke für das Popcorn. Ich habe mir gestern deine Kombüse angeschaut. Sie ist schon in Ordnung, nichts Besonderes. Sie erinnert mich an meine erste Küche. In meiner grauenhaften Wohnung. Ich weiß nicht, was ich damals getan habe. Ich war so achtlos mit den Gewürzen. Nicht genug Salz. Hier hast du jedenfalls etwas, um dieses Ding etwas aufzumöbeln. Keine Sorge, es ist kein Gewürzregal. Du wirst dafür arbeiten müssen, aber es wird die Sache wert sein.
Du musst deine Kombüse einfach nur mit einem größeren Ofen aufwerten. Dann wird deine Kombüse schon bald perfekt sein. Ah, Kombüsenverbesserung. Ja. Oh, Stella, hörst du meinen Magen? Er ist ruhelos. Hast du eine Kleinigkeit für mich zu essen? Ja, ich habe. Was habe ich denn für dich? Beeren? Oh, danke. Ich hatte richtig Hunger. Ja, dann ist noch ein Knuddler. Hinterher. Fühlst du dich nicht besser? Ja, wo ist Gwen? Hier ist Gwen. Nunu. Ich kann gerade wirklich nur ans Essen denken. Ja, dann nimm mal. Danke, ich liebe es. Ich fühle mich viel besser. Ja, schön. Könnt ihr hier was anpflanzen? Was brauchen wir denn? Keine Ahnung. Popcorn habe ich genug. Keine Kaffeebohnen mehr. Also bauen wir ein bisschen Kaffee an. Ein bisschen Kaffee schadet nie. Und dann. Ah, hier kann ich auch schon wieder ernten. Hast du es vergessen? Nein, nein, das ist das nächste, was ich mache. Ich habe es nicht vergessen. Die Villa Maggiore. Noch mehr Rüben. Karotten machen wir jetzt nicht. Genau. Villa Maggiore wollten wir. Die ist da hinten, glaube ich, irgendwo, ne? Ja, hier. Oh, wie sieht es eigentlich aus mit Quarz? Ja, habe ich eigentlich genug. Wieso renne ich dann wieder raus? Habe ich genug? Habe ich genug? Brauche ich nicht. Dann machen wir das und das. Und das. Genau, jetzt wollte ich mal gucken, ob ich da noch irgendwas verbessern kann oder so. Das geht wahrscheinlich noch nicht. Das brauche ich erst. Kommt später der Stoff. Ah ja, Stoff, genau. Das ist das nächste, was ich brauche. Und für den Stoff brauche ich ein Upgrade von der vom Webstuhl. Ah, genau, Kombüse. Was brauche ich denn dafür? Abgefüllte Blitze. Oh ja, Leinenstoff. Warum? Ein paar Blitze brauche ich noch. Dann sollte ich mal noch gucken, dass ich ein paar Blitze kriege. So, das war dann noch ein paar Blitze. Gut, dann ja, das ist wieder mal ein bisschen Angeln angesagt. Was will er jetzt schon wieder? Warum angelst du denn nicht mehr? Das wirkt so schön beruhigend. Du wirst einfach die Leine aus und wartest. Das ist so entspannend, aber dann wird es zum Kampf deines Lebens. Du steckst ein ganzes Herzblut hinein. Was daran ist, nicht faszinierend? Ja, aber ich angel doch gerade. Verstehe nicht. Nun, ah, zu dunkel. Ah, hier ist der Leuchtpfosten, der mir sagt, dass ich gleich da bin. Ah, egal. Dann halt nicht.
eine Kleinigkeit kochen. Komm, machen wir mal ein Aal. Und? Ja, gebratener Fisch. Aber halt zwei Stück, ne? Aus einem Aal. Weil es ein mittelgroßer Fisch ist. Na gut. Dann pennen wir eine Runde. Bimmelim. Villa Maggiore entdeckt. Gut. Da wären wir. Schon seltsam. Ich bin aufgeregt und ängstlich. So langsam kommen wir mir sogar Zweifel. Als ob. Aber egal, gehen wir. Oh, Türchen. Nochmal Türchen und Schatz. Flaxa, altes Gemälde, es gibt schon gut Geld. Das gibt gut Geld. So. Oh, wie lange schon waren wir nicht mehr zusammen hier, Stella. Jerry scheint sich gut um das Anwesen gekümmert zu haben. Er war einfach der beste Gärtner, den wir je hatten. Seit Vaters Tod ist Mama kaum zu Hause. Mist, ich bin viel gerührter, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Ich habe dieses Haus so sehr geliebt und vermutlich genauso sehr gehasst. Also ich glaube nicht, dass ich hineingehen kann. Nicht einmal mit dir. Es ist nur... Nein, ich kann es nicht. Geh ohne mich. Ich warte hier auf dich. Das ist der Schlüssel. Oh, und Stella, falls du meine alte Spieluhr finden solltest, kannst du sie mir bitte bringen? Vielen Dank. Vergiss nicht, das Haus war schon immer ein wahres Labyrinth. Wenn du dich verläufst, folge einfach dem Licht. Viel Glück darin. Ich warte hier draußen. Feige. Nein, ich will das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen. Ist auch geil. Türen sind einzeln abgeschlossen. Türflügel meine ich. Folge dem Licht. Nein, geh nicht in das Licht. Hoch, runter, links, rechts, hoch, runter, links, rechts. Hoch, runter, links, ups. Aha. Ah, und guck mal hier. Mein Schatz. My precious. Und nochmal. Oh, Webstuhlverbesserung. Nice. Und die Spieluhr. Nein, ich will mit dem Fuzzi reden hier. Willkommen in meinem bescheidenen Palast, kleine Reisende. Alle meine Besitztümer sind von erlesenster Qualität und alles ist gegen Diebstahl gesichert. Komm also nicht auf dumme Gedanken. Ich dachte, du bist der Gärtner. Kommst du dann darauf, dass das deine Besitztümer sind? Naja, jetzt laufen wir wieder zurück. Und vor und hinten und links und rechts. Ja. Ja. So früh geklickt. Hast du die Spieler gefunden? Könntest du sie mir geben?
Ja. Spieluhr. Mhm. Danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Mhm. Oh, du hast noch etwas anderes gefunden. Wow, ich hatte ganz vergessen, dass wir das überhaupt hatten. Ein altes Handtuch für eine Golden Royal. Mhm. Weißt du noch? Die gab es mal als Hauptpreis bei der jährlichen Dorftombola. Von der Maschine hatte ich seit der zweiten Klasse geträumt, aber Vater ließ mich nie bei der Tombola mitmachen. Dieses Handtuch wird nützlich sein. Wir können es zur Verbesserung deines Webstuhls... Handbuch. Ha. Wir können es zur Verbesserung deines Webstuhls verwenden. Ah, gut. Ja, lass uns zum Schiff zurückkehren. Und vergessen wir, dass dieser Ort jemals existiert hat. Du wolltest hierher. So verstorbene Seelen sind schon ein bisschen seltsam teilweise. Man muss übrigens nicht warten, bis sie da ist. Man kann einfach losfahren. Sie ist dann trotzdem hier. Hey, Stella. Stella, ich... Ach, nicht so wichtig. Nostalgie ist nicht meine Stärke. Ich bin schon ein bisschen froh, dass die Villa noch in gutem Zustand ist. Oder ist sie das gar nicht? Gut, reden wir über etwas anderes. Dir ist doch sicher der Aufwertenreiter auf deinem Reißbrett aufgefallen. Damit kannst du Seelen, Häuser und Stationen mit Dekorationen versehen. Es ist an der Zeit, deinen Webstuhl zu verbessern. Mach dich daran, sobald du die benötigten Ressourcen gesammelt hast. Nur so kannst du Stoff aus Fäden herstellen. Nur zu. Na, ja, gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Jetzt wissen wir es ja, ne? Wir haben alles, sehr schön. Ahornbretter, 10, 18 Leinenfäden. Oh, gerade so. Und 8 Leuchtchili. Dann... Upgrade. So, und jetzt kann ich nämlich dann die 12 Leinstoff herstellen, die ich brauche, um die Kombüse abzugraden. Sehr schön. Fantastisch. Jetzt ist der Webstuhl voll einsatzbereit. Natürlich können viele Stationen verbessert werden. Dazu musst du nur die Baupläne sowie die benötigten Materialien finden. Stella, ich glaube, es ist Zeit, dass ich dir fortgeschrittene Webtechniken beibringe. Ja, die gibt es wirklich. Du kannst einige Verbesserungen an der Maschine selbst vornehmen. Es kommt darauf an, wie du deine Hände auf der Maschine platzierst, wie du die Fäden anordnest, wenn du sie einlegst, spielt ebenfalls eine große Rolle. Mit ein paar einfachen Tricks wirst du viel komplexere Dinge herstellen können. Stoff, um genau zu sein. Hier sehen wir uns das mal an. Wir können endlich Stoff aus Fäden herstellen. Ich brauche Stoff. Ey, gib Stoff, Alte! Ein letztes Mal. Hör zu, ich muss dir von Doe erzählen. Er hat mich in der Nacht angerufen, in der Vater gestorben ist. Mama war noch im Flugzeug und er konnte sonst mit niemandem reden. Er war höflich und hat ganz deutlich gesprochen. Wir hatten vielleicht eine Stunde lang geplaudert. Und er hat nur zweimal geweint. Damals hatte ich mir nichts dabei gedacht, aber er war in einer Bar. Ziemlich merkwürdig für einen Buchhalter. Er sagte, Vaters letzte Worte seien gewesen, dass er mich lieb habe. Danach haben wir nie wieder miteinander geredet. Ja, dann ist ja schön und gut, aber ich will jetzt Stoff herstellen. Ein Appetitpäppchen. Fangen wir bloß nicht mit Obst an. Ja, ich weiß ja, sorry. Ein Käffchen. Ja, also. Hab ich nix? Ach so, ja klar, ich hab fürs Upgrade die alle gebraucht. Ich habe die ganzen Fasern für das Upgrade gebraucht. Jetzt muss ich erstmal wieder Fasern anbauen. Also gut. Aber zum Glück habe ich noch Flachs. Immerhin was. Dann machen wir jetzt keine langen Flachsen, sondern Faxen, sondern bauen Flachs an. Ich könnte ihn jetzt ja beschleunigt wachsen lassen.
Frage, ob ich das will. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde erst noch ein bisschen in der Gegend rum. Oh, Jakobsmuschel fahren. Ein bisschen in der Gegend rumgondeln und. Stella, Schätzchen, läuft alles gut? Wie ich sehe, kümmerst du dich gut um deine Pflanzen. Das ist wunderbar. Ich hoffe, mein Unterricht hilft dir irgendwie weiter. Weißt du, früher war ich eine richtige kleine Fußsoldatin. Midfield State University Agraringenieurin, Abschluss 71. Bestnoten und ein progressives Profil. Ich wurde sofort von einem dieser Konzerne angestellt. Ich war für ein Stück Land verantwortlich, mehrere tausend Morgen groß. Ich sollte den Ertrag unseres Feldlands maximieren und das habe ich auch getan. Ziemlich gut sogar. Das kannst du mir glauben. Ich stopfte das Feld mit transgenen Saaten voll. Insekten ertränkte ich in Gift. Und wenn die Erde sich grau färbte, pumpte ich sie mit Chemikalien voll. Vor dem Feld wuchsen große, mächtige Pflanzen heran. Und natürlich große Maiskolben im Überfluss. Doch unter all dem schwelte eine unermessliche Krankheit. Es war damals wohl unvermeidlich, dass ich Bekanntschaft mit dem Drachen machen würde. Früher oder später. Ja, gut. Hey, hast du die Kombüse vergessen? Nein, ich habe sie nicht vergessen. Ich muss erst wieder Stoff herstellen. Urinumfelder. Ja, ich glaube, ich fahre einfach mal ein bisschen in der Gegend rum. Und was gibt es da noch? Ach, da ist diese Profit GmbH, wo ich auch noch hin soll. Ich werde jetzt ein bisschen erstmal rumfahren und noch ein paar Inseln erkunden. Bis ich genug Fasern habe, um die Stoff herzustellen und dann die Kombüse abzugraden. Genau, das werde ich jetzt tun. Und auf den Wegen werde ich natürlich immer angeln.